Hi, ich bin Timo und in diesem Workout. Hi, ich bin Timo und in diesem Video stelle ich dir ein effizientes Workout mit dem Plyo-Boxen vor. Die Plyo-Boxen haben ihren Namen bekommen vom Plyometrie-Training. Das ist eine Form des Schnellkrafttrainings, wo die Vorspannung im Sehnenapparat ausgenutzt wird und dann willkürlich erzeugte Muskelkraft dazukommt und dadurch wie unsere Schnellkraft steigern kann. In der ersten Übung demonstriere ich direkt reaktive Fußgelenksprünge. Das wäre schon eine Form des Plyometrie-Trainings. Ich springe von 15 cm auf 15 cm Höhe rauf, probiere so schnell wie möglich am Boden zu agieren und die Vorspannung auszunutzen. Mit dem ganz simplen Stecksystem kann ich jetzt den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen und springe von 30 auf 30. Definitiv kein Training für Anfänger, eher im Leistungssport anzusiedeln. Die Anfänger tasten sich mit ganz kleinen Höhen ran. Ist ja hier wunderbar möglich mit den 15 cm Ebenen. Eine super Übung in jedem Intervalltraining oder auch im Zirkeltraining sind die Aufsteiger-Wechselsprünge. Da kommt der Puls relativ schnell an seine Grenzen. Ein Fußbett mal oben stehen, ihr springt so hoch es geht hinaus, vom Boden schnell wieder weg. Das mal 60 Sekunden und ihr wisst, was ihr getan habt. Eine Steigerungsvariation. Das sind dieselben Sprünge mit einer Langhantel. Auch hier eher im Leistungssport anzusehen. Gleiche Ausführung, nur mit Gewicht. Ihr seht, deutlich langsamer und intensiver. Die nächste Übung ist ein absoluter Klassiker, die Box Jumps. Die werde ich in drei Variationen vorstellen. Als erstes aus der stabilen Position auf die Box, Landung stabil. Wenn du diese Übungsvariation beherrschst, kannst du zur zweiten übergehen. Das ist eine Form wieder des plyometrischen Trainings. Die Boxjumps auf und ab. Du probierst die Kontaktzeit am Boden so schnell wie möglich zu überwinden. Ich demonstriere sie mal mit 60 cm. Aus der Ausgangsposition auf die Box draufspringen, wieder runterspringen, reaktiv schnell vom Boden weg, wieder auf die Box. Die nächste Variation hat den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich baue wieder um. Auf 45 cm und führe einbeinige Boxjumps mit stabiler Landung aus. Startposition tief, einbeinig. Stabil landen, stabilisieren. Du siehst, ich musste auch schon ganz schön hantieren, stabil zu landen. Wirklich keine Übung für Anfänger, aber sehr effizient zur Stabilität und zum Sprungkraft. Die nächste Übung ist eine super Übung für jeden Zirkel- oder Intervalltraining. Burpees to Box. Ganz wichtig, dass ihr hier euer Level, euren Fähigkeiten anpasst, auch beim Hinunterspringen, wenn ihr da Probleme habt mit den Boxjumps und der stabilen Landung, ganz besonders darauf den Fokus legen. Ich fange mit 45 cm an.
Ich gebe mich in die Liegestützposition auf der Box. Einen Liegestütz. Anhocken. Sprung auf die Box. Stabile Landung. Liegestütz. Und das Ganze schnell. Für die nächste Übung brauchen wir gute Fähigkeiten in Koordination, Stabilität und Mobilität des Fuß-, Knie-, Hüftgelenk. Die einbeinige Kniebeuge auf der Box. Je nachdem, wie hoch ihr die Box wählt, ich fange jetzt mit 30 cm an, desto schwieriger wird es, ja, weil wir tiefer hinunterkommen. Wir starten auf dem einen Bein auf der Box. Dorsiflex des Fußes, aufrechter Oberkörper. Und die Hacke berührt einmal den Boden. Achtet darauf, dass ihr im Oberkörper gerade bleibt, nicht so viel wackelt und euch nicht seitwärts verschiebt. Einmal demonstriert auf 45 cm Ebene. Hier komme ich deutlich tiefer. Dementsprechend ist es schwieriger, hier sich wieder rauszuheben und die Koordination stabilisiert zu halten. So, die Abschlussübung. Aufsteiger, Wechselsprünge, seitwärts. Starten mit einem Bein auf der Box, seitlich zum Kasten. Aktiver Abdruck nach oben, leicht zur Seite, Landung gleich wieder raus. Ja? Nutz deine Arme, um richtig Schwung zu nehmen. Super Übung, um dein Intervalltraining oder Zirkeltraining aufzupeppen. Als Steigerung hier wieder mit Gewichten. Es bietet sich an, eine Langhantelstange auf den Rücken zu nehmen. Und jetzt musst du noch mehr Gas geben. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie du dein Schnelligkeitstraining und dein Zirkeltraining ein bisschen aufwerten kannst. Die Plyo-Boxen sind dafür der ideale Begleiter. Abonniere unseren Kanal. Bei den Links gibt es mehr Informationen zu dem Produkt. Und dann viel Spaß beim Springen.